Das hier ist es, das besondere Gebräu aus Braunschweig, die Mumme. Das ist die älteste Spezialität der Stadt. Sie ist erstmals schon 1390 schriftlich erwähnt. Und nach so langer Zeit ist die Spezialität heute fast in Vergessenheit geraten. Mumme? Da weiß ich jetzt gar nicht Bescheid. Nee, Mumme habe ich noch nie was von gehört. Bevor es richtig Bier gab, gab es die Mumme, glaube ich, schon. Und die wurde als Arzneimittel auch benutzt. Ist so ein Malzextrakt. Mumme ist Gerstenmalz und Wasser. Mehr nicht. Das war's. Ihre Geschichte beginnt aber als Starkbier. Und das schon vor Jahrhunderten. Bis heute ist nicht bekannt, wie der Braunschweiger Zaubertrank überhaupt entstanden ist. Doch bei einer Sache sind sich die Braunschweiger ganz sicher. Die Mumme war einst weltbekannt. Die Mumme ist dadurch berühmt geworden, dass sie in alle Welt verschifft werden konnte, dass sie im Tab so lange haltbar war, was damals nicht normal war. Also das waren andere Biere, haben das gar nicht geschafft. Sie konnte bis über den Äquator, bis nach Indien und so weiter verschifft werden und hat das eben halt überstanden. Das war das Besondere. Und dann ging sie über die Hanse in alle Welt. Deswegen soll das Gebräu zu den wichtigsten Wirtschafts- und Handelsprodukten der Stadt gezählt haben. Auf einem Braunschweiger Dokument taucht es erstmals 1390 auf. Braunschweig kann man behaupten, dass Braunschweig bekannt und groß geworden ist, unter anderem durch die Mumme. Wir hatten im Mittelalter mehrere hundert Brauereien, angeblich bis zu 500 Brauereien. Welche Größenordnung die jetzt auch immer hatte, ob dann Kochtopf schon dazu zählte, das kann ich heute nicht mehr sagen. Aber das war der Exportschlager, darauf gründete sich alles hier in Braunschweig. Über die Jahrhunderte ist aus dem Starkbier ein alkoholfreies Malzextrakt geworden. Und das gibt es mittlerweile nur noch bei Christian Basilius. Vor mehr als 70 Jahren beginnen seine Großeltern genau hier mit der Mumme-Produktion. Damals noch in reiner Handarbeit. Früher, die Kessel hatten ja keine Steuerung oder irgendwas dran. Das heißt, das musste alles von Hand überwacht werden, dass die Mumme nicht anbrennt. Was dann auch schon mal passiert ist, wenn einer verschlafen hat. Und dafür gab es diesen Wecker, dass man dann wirklich regelmäßig Kontrolle gemacht hat, ob noch alles passt. Wieso, von welchem Zeitraum reden wir denn da? Die Mumme brauchte 2 volle Tage zum Kochen. Saß einer wirklich 2 Tage dabei und passte auf. Auch der Verschluss der Dosen war nicht mal eben gemacht. Das ist damals noch die erste Verschlussmaschine, mit der noch meine Oma und Opa die ersten Mummedosen hier vor Ort verschlossen haben. So welche wieder auch drunter stehen. Und diese wurden mit reiner Muskelkraft zugekurbelt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber es muss so gewesen sein, ja. Es ist schon sehr anstrengend. Vor 20 Jahren hat der Enkel die Mumme-Tradition übernommen. Gebraut wird zwar mittlerweile anderswo, doch Abfüllung in Dosen und Vermarktung ist immer noch Familiensache. Heute ist das dickflüssige Malzextrakt vor allem als Zutat zum Kochen und Backen beliebt. Früher ging es aber pur und flüssig auf Reisen. Unter anderem auch als energiereiche Notverpflegung der kaiserlichen Marine. Das war ein dickflüssiges Starkbier, was in Fässern transportiert wurde. Als Proviant auf den Schiffen war sie erstmals dabei. Und sicherlich, wenn dann was überlebt hat, dann war sie auch sehr begehrt in den Zielhäfen. Unter anderem gibt es so eine nette Anekdote, dass der König von Tonga in Braunschweig zu Besuch war und ihm die Stadt vorgestellt wurde. Und er dann sagte, das kenne ich alles, weil wir haben unsere Mumme hierher bekommen. In den Jahrhunderten ranken sich viele solcher Mythen und Legenden um das Braunschweiger Traditionsgetränk. Wie viel davon wahr ist, weiß eigentlich niemand so genau. Es gibt auch eine schöne Anekdote zum Namen, wie der entstanden sein soll. Da haben sich Brauer zusammengesetzt in einem Gasthaus und haben überlegt, wie das Bier heißen könnte. Und haben dann irgendwann beschlossen, so der Nächste, der durch die Tür reinkommt, was der sagt, so nennen wir die Mumme. Nein, so nennen wir das Bier. Entschuldigung, Mumme hatten wir noch nicht. Ja, und dann steckte der Ochse den Kopf zum Fenster rein und sagte Mumme. Und deswegen heißt die Mumme Mumme. Wird wohl auch nicht so gewesen sein. Aber wir wissen es nicht. Das sogenannte Mumme-Männlein ist bis heute das Wahrzeichen des Getränks. Doch wo es überhaupt herkommt, bleibt ebenfalls ein Geheimnis. Das soll an dem Haus angebracht worden sein, am Petritore 2, wo angeblich damals Christian Mumme, der Erfinder der Mumme, gelebt hat. Heute wissen wir, dass das nicht stimmt, weil in dem Hause hat nie ein Christian Mumme gelebt.
Tatsache ist aber, dass das später alkoholfreie Malzextrakt gerne als Stärkungsmittel in der Bevölkerung eingesetzt wurde. Wenn andere Menschen in anderen Städten Lebertran zu sich nahmen, dann gab es bei uns in Braunschweig einen Löffel Mummer zur Stärkung. Oder für Schwangere zum Milchbilden, Malz bildet ja Milch, da wurde die Mumme gern eingesetzt. In Apotheken verkauft, das war üblich in Braunschweig. In Braunschweig gibt es mittlerweile so einige Rezepte mit Mummeschuss. Darunter auch Bier, Marmelade, Brot oder Senf. Um das Traditionsgut wieder mehr ins Gespräch zu bringen, gibt es seit mehr als 10 Jahren die sogenannte Mumme-Genussmeile. Hier können die Braunschweiger ihrem einstigen Exportschlager kulinarisch wieder näher kommen. Man weiß, sie ist süß, sie ist dickflüssig, aber dann war es das auch schon. Also es hat noch nicht jeder die Mumme wieder probiert. Da arbeiten wir dran. Hat euch das Video gefallen? Noch mehr Nachrichten aus eurer Region haben wir immer montags bis freitags um 18 Uhr für euch in unserem TV-Regionalmagazin RTL Nord. Und natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal. Also lasst uns gerne Likes und ein Abo da.